Und damit willkommen zurück zu Pokémon Battle Revolution mit dem Zwergenfürst. Ja, wir spielen hier weiter. Ja, heute ein bisschen Training hier, Makuhita Dojo, und dann trauen wir uns dann nochmal an die Magma-Höhle. Und also ich werde heute versuchen, noch einmal in der Magma-Höhle weiterzumachen und nochmal die Rettungsmission zu starten. Unsere Hauptmission. Offscreen habe ich ein bisschen trainiert, aber wir haben jetzt hier noch ein paar Intensiv-Trainingstickets. Vier Bronze-Tickets haben wir noch. Das hilft nicht viel, aber so ein bisschen kann das schon helfen. Können wir also noch ein bisschen. Viermal können wir das hier jetzt machen und dann schauen wir mal, was wir hier noch anrichten können. So, Zwergi muss trainiert werden. Ja, Mordi auch. Ich würde mich jetzt erstmal hier auf Zwergi konzentrieren. Möchtest du das Zwergi ein Feuertraining absolviert? Ja, auf geht's. Intensivtraining. Da gilt es mal wieder, so viele wie möglich Gegner zu besiegen, um halt möglichst viele KP, nicht KP, sondern EP zu bekommen. In 40 Sekunden hier noch so effektiv wie möglich. Am besten die Reihen sich hinten ein. Wenn man K.O. geht, wird man wieder belebt. Hier kann man einfach mal ein paar EP farmen. So sieht's aus. Es ist natürlich blöd, wenn man keinen erreicht hier in der Zeit. Da stehen sie jetzt schon wieder, wenn die Zeit vorbei ist, dann ist es vorbei. Und da es ein einfaches Ticket ist, also ein bronzenes Ticket ist, bekommt man auch nicht übermäßig viel EP. Also muss man schon hoffen, dass man genügend Leute besiegt hier. Ja gut, das haben wir jetzt hier. Oh, ein Levelanstieg. Levelaufstieg. Sehr gut, Level 41. Vielleicht kriegen wir Level 42 heute noch hin. Obwohl, wir haben noch drei. Ich würde jetzt alle erstmal auf Zwergi einsetzen. Mordi muss dann hinterherkommen. Oder? Okay, wir können Mordi auch mal trainieren. Auf Level 40 kann er auch mal kommen. Das ist nicht schlecht. Mordi auf Level 40 und dann können wir Zwergi auf Level 42 bringen. Das ist eine gute Idee. In Hoffnung, dass das jetzt hier was... Hoffnung, dass wir das damit jetzt hier auf Level 40 kommen. Er lässt sich auch schnell besiegen hier, der Kollege. Und es kommen hier keine Pokémon. Ist natürlich schlecht. Na, kommt her. Muss man natürlich so mindestens ein paar Leute besiegt haben. Ja, selbst besiegt war nicht schlecht, weil das dauert hier eine Weile, bis man jemanden... Na, eine Weile nicht, aber dauert hier ein paar Sekunden, bis man wieder geheilt wird. 90 EP, 90, das war der Schaden hier. Na komm, aber ja, dann noch 10 Sekunden. Steh auf, Modi. Du brauchst die Erfahrungspunkte. Nicht abhauen. Verdammt. 4 Sekunden. Das war ein großer Fehler. Es bringt wohl kein neues Level. Oh doch, es bringt ein neues Level. Level 40. Das war schon wohl. Mit dem goldenen Ticket, da ist man sofort, da ist man. Der wäre jetzt hier fast, also anderthalb Level. Mit dem Level jetzt hier nicht mehr so viel. Also mit einem, wenn du mit einem Level 5 Pokémon da reingehst, mit einem goldenen Ticket, dann kannst du schon mal 4-5 Level hochkriegen. Also es gibt super viele EP. Mit so einem Bronze-Titel, Bronze-Dings, bringt das nicht mehr so viel. So, das Training beginnt. Ich laufe hier gerade von den Leuten weg, das ist doch hier unmöglich. Na komm. Ich war eher auf der Suche nach den anderen hier. Nach dem hier. Den Kollegen. Na komm jetzt hier. Dann wird der A-Button gespammt. So, na komm. Danke. Ich rede mittlerweile auch so. Ihr wisst schon. A-Button spammen. Dass ich mich hier besiegen. Na toll. Ich muss ja irgendwie meinen Boomer im Entschluss werden. Ich bin kein Boomer, aber spreche wie einer. Das wird es wahrscheinlich auch nie ändern. Es ist irgendwie, ja. Neues Level? Wahrscheinlich nicht.
Müssen wir nochmal rein. Na komm, da wird 42 gehen wir hin. Damit bin ich guten Mutes. Nein, nicht Magnetino, nein, nein, nein. Svenny. Svenny auf Level 42 bringen. Mit dem Level traue ich mich dann. Level 42. Das ist eine magische Zahl. Das muss gehen. Und Level 42. Sofern wir das jetzt hinkriegen. Wir müssen uns hier ein bisschen anstrengen hier. Ein paar Leute besiegen. Jetzt kommt her. Jetzt, wo ich euch brauche, kommt da nichts. Aber dann in den Dungeons, wo ich euch gar nicht gebrauchen kann, wo ich euch am liebsten umgehen will, den Gegner, da kommt dann auf einmal alle. So sieht das aus hier. Linke Nummer hier. Na komm. Und Kiefer besiegen. Ein paar Erfahrungspunkte hier noch. Wo sind die denn alle hin hier? Ist die Zeit gleich vorbei hier? Na komm, jetzt stehen sie auf einmal alle. Na komm, ich noch. Ein, zwei besiegen. Verdammt. Nice Level. Bitte. Nicht. Ja gut, kann ich nichts machen. Gehen wir trotzdem los. Wir haben kein Ticket mehr. Die haben wir durch ein paar Quests geschenkt bekommen. Ich habe ja auf Screen ein paar normale Quests erledigt und dann habe ich dadurch ein paar Sachen, ein paar Items geschenkt bekommen, unter anderem solche Dinger. Kastania. Okay, ein paar Sinnebären sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Wenn wir scheitern, sind die natürlich jetzt alle wieder weg, aber 6 Sinnebären wäre nicht schlecht. Okay, da habe ich Beeren gesehen. Belebersamen ist nicht schlecht. Das ist einfach Samen. 2 Mini-Belebersamen. Nehmen wir mit. Wozu der Geiz? Ein Belebersamen. Und Plus-Leaf-Samen habe ich eben eingesetzt. Das ist hier. Könnte man mitnehmen. Ist effektiv, aber gut. So, Magma-Höhle. Versuchen wir es noch einmal. Und wenn wir jetzt kläglich scheitern, machen wir noch ein paar Quests in diesem Part. Aber heute mal wieder. Hier, wagen wir uns mal wieder an die Mission. Diesmal werden wir Simba das Team auf jeden Fall retten. Auf geht's. Na, ich bin mir da nicht so sicher. Aber gut. Mit dem Wasser-Pokémon im Team werden wir hier besser aufgehoben, aber gut, ich habe halt Glumanda und Marshock im Team, oder? Was auch immer das ist. Ich bin gar nicht sicher, Marshock ist doch schon Marshock. Machomai, ja, komm. Machodo. Ah, ich hab's vergessen. So ein heftiger Pokémon-Fan bin ich dann doch nicht. Da kommt wer von hinten. Na komm, drauf erledigt. Ich kämpfe hier vorne. Da reihen sich gleich mehrere ein. Na komm, mit Level 40 dürfen wir doch einigermaßen. Ich weiß nicht, welche Level die Pokémon haben, die hier mitkommen. Ich meine, die hier in der Höhle sind, aber vor uns haben. Mit einem Level 41 sollte das doch einigermaßen gehen. Prof ist noch Level 34, der ist ein bisschen unterlevelt. Aber gut. Ansonsten Level 40 und Level 41. Na komm, das müsste doch halbwegs. Das müsste dann halbwegs in Ordnung Level sein. Damit müssten wir doch einigermaßen klarkommen. Oder nicht? Um 2. Jetzt mal 25 Ums hat das. 25 Ebenen gibt's hier. Ich weiß nicht, ist schon so lange her, dass wir den vorletzten Part gespielt haben. Wo ich das letzte Mal in der Magma-Höhle versucht habe. Wir sind schon weit gekommen. Ich glaube, wir waren schon. Ich würde schon sagen. Ja, ich habe auch seitdem keinen Apfel mit dabei. Ich bin nicht komplett irre. Und den habe ich gar nicht gesehen. Das ist jetzt tragisch. Zweige natürlich, das ist der wichtigste hier. Also nicht verwenden.
Na komm, jetzt mach's alle, bevor es uns alle macht. Dankeschön. Es wird ein bisschen gesprintet. Ampelknappheit. Nein, ich heb mir die Sinnebären für mich auf. Das ist jetzt hier. Zwei ist der Wichtigste, alle anderen müssen hier. Nein, drauf nicht heilen. Ach du Scheiße. Wir sind am Arsch. Zum Glück nur vier Leute hier. Und wir sind geschwächt. Na komm. Nitro Queen hat sich angefreundet. Okay, na komm, dann kämpf mit uns. Ja, sehr gut, kämpf mit uns. Das können wir gebrauchen. Item nicht verwenden. Na komm, kämpf. Da kommen scheinbar noch mehrere. Ach du Kacke. Nein, 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 nein. Kein Item einsetzen. Wer kämpft hier? Wir sind so am Arsch. Prof wiederbeleben. Nee, müssen wir jetzt lassen. Wir sind so am Arsch. Wir müssen jetzt hier besiegen oder sterben. Das ist hier. Verlieren wir die ganzen Sinnebären und Kleber. Oh, Kacke. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Aber wir verlieren sowieso alles, deshalb hier. Gut, jetzt müssen wir hier kämpfen. Wenn wir abhauen, dann kommen die hinterher. Das ist jetzt scheiße. Molly ist vergiftet. Jetzt. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen ausweichen. Och. Ja, meinetwegen beleben. Mini-Besilbersamen. Rück mal ein bisschen nach links. Ja, Mordev. Na komm. So, jetzt können wir beide kämpfen. Es ist jetzt gerade scheiße, in so einen Monsterraum zu kommen. Es ist auf U3 jetzt nicht gerade angenehm. Ich meine, unangenehmer wäre es auf einer höheren Stufe, aber... Das ist jetzt natürlich hier zum Scheitern verdonnert. Das müssen wir dann weiterkommen, wenn wir jetzt auf Ebene 25 oder so kommen, dann... Wir verschwenden jetzt natürlich die ganzen Beeren und die ganzen Belebersamen. Das ist jetzt natürlich so. Ach, da war hier auch die Treppe drauf. Ja gut, das ist, hätten wir sowieso lang gemusst. Uff, hier. Ja, scheiß drauf. Da befindet sich ein Pokémon, was wir retten hätten müssen. Auf zur Treppe. Da steht das Radikal drauf. Blockiert den Weg. Ja, wir retten jetzt hier keinen. Wir müssen weitergehen. Wir müssen Team Simbisan da retten. Das ist jetzt die Mission. Sehr gut, dass die Treppen hier momentan in der Nähe sind. Die Pokémon hasse ich hier. Die Diorok und so weiter. Die mit ihren Explosionen und so weiter. Ach. Nur nervig. Nervig, wenn sie deine Gegner sind. Ist auch nicht fair, wenn du es selbst hast. Das ist, ja. Kann man mal streichen, diese Attacken. Explosionen und so weiter. Die ganzen, diese anderen. Und die anderen alle noch heißen. Da ist die Treppe, die Tür. Weiter. Na komm, weiter. Nein, wir wollen hier keinen retten. Weiter geht's. Zeigen uns jetzt immer egoistisch. Oh, sieben, wir müssen vorankommen. Von Prof mussten wir uns verabschieden, aber... Bisher, Moni und ich, haben es jetzt überlebt. Na komm. Nicht besiegen lassen. Nein, gerade nicht. Das könnte mir noch leid tun, aber... Das Rennen muss ich nicht erzählen. Der Modi kriegt immer KP-Knappheit mit. Wir lassen Radikal jetzt kämpfen. Auweia, Modi. Ja, von mir aus. Wahrscheinlich das letzte Exemplar der Sinnebeere. Wir haben jetzt alle schon in diesem Monsterraum verpulvert. So ein Trick. Hier ist die Treppe. Weiter. Ach, die scheiß Explosion hier. Oder was das auch immer war. U8. Jetzt verfärbt sich das hier schon. Vielleicht ist der Dungeon doch nicht so groß. Müssen wir auf jeden Fall erstmal überleben.
egal wie groß der ist. Ein Feuer-Pokémon hier. Schlägt ein bisschen durch. Oh, will mitkommen. Haben wir natürlich noch kein Camp. Wir haben einige gekauft im letzten Part, aber gut. Gut, dann haben wir erstmal jetzt die uns verteidigen hier. Mehr Mitstreiter sind bessere Chancen. Nehme ich doch immer wieder gerne an. Jetzt können die anderen nicht mitkommen. Na toll. Muss jetzt Wege nehmen, wo die anderen mitkommen. Nein. Der scheiß schon wieder. Schnell besiegen, bevor der uns. Nee, die nehmen wir mal nicht mit, sonst sitzt der noch hier. Explosionen in unserer Gegenwart ein. Die dürfen wir nicht mitnehmen. Ich weiß, wir können die Attacke blockieren, wenn unser Mitstreiter ist, aber ja. Hier systematisch alles durchgehen. Jetzt sitzt der nächste gleich hier. Ich sehe es doch schon kommen. Okay, besiegt, bevor sie es machen konnten. Sven ist hungrig. Der braucht einen Apfel. Haben wir einen Apfel mit dabei? Ein großer Apfel, sehr gut. 2G. Sehr gut, wir kriegen ja Schaden, wenn wir zu hungrig sind. Wieso der sich gerade angreifen hat lassen, ist auch hier. Mysteriös. KP-Knappheit bei wem? Magma, vergiss es. Der kann halt drauf gehen. Tut mir dann leid für ihn, aber... Nein. Das sind halt unsere Schutzschilde. Schutzschilde. Die werden nicht geheilt. Müssen dann leider drauf gehen. Haben sich selbst dafür entschieden, mitzukommen. Klingt böse, aber... Ist so. So. Die Beleber-Items und so weiter und Heilungs-Items gebe ich mir auf für... Erster Rang 2 geht es weiter an Modi und der Rest muss halt zusehen, dass er überlebt, dass er sich nicht angreifen lässt oder gut kämpft. Das ist auch mal ein Vorschlag. Ja, Feuertanken gegen Feuer-Pokémon, da muss man halt eben dreimal draufhauen. Da ist die Treppe. Nicht Modi besiegen. Lässt es bleiben. Weitergehen. U11. Ja, da befindet sich ein Kampf. Oh, direkt neben der Treppe. Wir haben aber keinen Apfel mehr. Und alle Apfel, die wir mit haben, brauchen wir selbst. Zum Glück wissen wir jetzt, wo die Treppe ist. Schon mal eine gute Sache. Das ist eine ganz gute Sache, dass wir hier... Oha, Modi hat an sich selbst KP-Knappheit bemerkt. Nee, muss jetzt halt ein bisschen rennen. Ich kämpfe jetzt hier mal. Schöne Doppelattacke. Oh, Kacke. Ja, es wird halt jetzt auf U11 ein bisschen stressiger. Na komm, ab zur Treppe. Ja, das lassen wir jetzt da liegen. Sollen sie einen Brief schicken? Können wir irgendwann mal eine Mission machen? Sollen sie uns einen Auftrag schicken? Kommen wir später nochmal vorbei. Oha, das war Critical. Critical Hit. Oh, Kacke. Ja, das wäre jetzt vielleicht nötig. Deswegen. Genau deswegen. Und weiter, schnell weiter, schnell weiter, schnell weiter. Puh, U13. Das kann ja schief gehen. Auf U13. Und wer aber, glaube ich, ist mit der Bestzahl. Ich bin jetzt hier schon fast besiegt. Wir haben wahrscheinlich keine Sinnebären mehr. War mein Aberglaube umsonst. Ach, überall diese Pokémon hier, die rund hier. Diese Hilfsbedürftigen. Der kann Raumattacke einsetzen. Das ist nicht gut.
bin sehr geschwächt. Na komm, radikal. Gib alles. Ich muss ein bisschen sprinten, weil wir keine Items mehr haben. Lass dich am besten nicht angreifen. Es wird hier knapp. Ehe ich mich versehe, bin ich draufgegangen. Muss mit Mordi weiterspielen und das ist aber schlechte Karten. Ist doch ein bisschen schwächer. Kinder, Feuerhöhle. Feuer scheint irgendwie uneffektiv zu sein hier. Na komm, weitergehen. Ignorieren. Mein Radikal wird nicht wiederbelebt. Und gute Nacht. Na komm, das hältst du durch, Mordi. Na komm. Na komm, das kriegst du. Verdammt. Das wird schon mit dem KP knapp. Ein paar Belebersamen haben wir noch, aber die sollten wir uns vielleicht für den Grudernkampf aufheben. Das wäre nicht ganz verkehrt. Wo wollen wir eigentlich hier hin? Kommt gleich das nächste Pokémon. Nein, hau ab, hau ab, hau ab. Mordi, hau ab. Sagt, hau ab. Levelaufstieg. Svegi Level 42. Sehr gut. Das bringt mir Optimismus. Ach, das ist das hilfesuchende Pokémon. Und warte, was haben wir denn da? Wiederholungsbrille. Ja, was auch immer. Werde gegen uns helfen. Ja. U15. Ja, die Höhle geht hier noch ein bisschen. Das Dungeon ist ein bisschen größer. Oh, kacke. Wir sind einige Gegner. Wenn möglich, bitte fliehen. Ist nicht möglich, wir werden hier eingezingelt. Umzingelt. Von allen Seiten werden wir angegriffen. Na komm, hier, Querangriff. Molly, du den und ich den. Sehr gut. Molly, hilf ein bisschen. Und wenn ich... Oh, Funkkiefer will mitkommen. Ja, hat zwar keinen Camp, aber komm mal mit. Wir brauchen wieder ein lebendes Schutzschild. Können wir gebrauchen. Oh, Kacke. Hau aber lebendes Schutzschild. Oh, Kacke. Bin am Arsch, wenn jetzt hier das nicht vorbeizieht. Also jetzt hier schnell mal zur Treppe. Das wäre jetzt nicht schlecht. Jetzt ein Monsterraum wäre es natürlich. Und wir müssen runter. Jetzt hier. Na komm, Treppe. Mordi ist geheilt. Na komm, lass Mordi kämpfen. Oh wei, sieht schlecht aus. Zwei Flunkiefers. Nehmen wir mit. Auch im Bosskampf ist das sehr toll, wenn man dann viele Mitglieder hat. Na, alle kämpfen. 5, 6 Angriffe gleichzeitig, das ist dann schon. Hat man dann schon gut bessere Karten. Thank you.